die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Memoria. Wir haben den Diener Satinas kennengelernt. In einer coolen zweiten Sequenz. Können wir jetzt hier auch noch was schreien? Hallo! Nö. Mehr passiert nicht. Können wir den Kelch vielleicht mit Wasser... Lieber nicht. Okay, können wir auch nicht. Müssen wir hier noch was machen? Nein. Wir haben den Garten des Vergessens gefunden und haben einige Informationen bekommen. Wenn jetzt mal ins Labor zurückgehen, jetzt brauchen wir die Maske bestimmt nicht mehr. Und entsteinern den hier wieder, oder? Ich verwandle ihn erst zurück, wenn ich weiß, wo dieser Garten... Ach, ich dachte, das wäre dieser Garten gewesen. Erzählen wir ihm mal, was wir so erfahren haben. Schön, euch wiederzusehen, Mädchen. Von der Siegelkammer berichten. Ich habe den Zeitgen gesprochen. Wirklich? Erzählt! Nemoremnon also, ein seltsames Geschöpf. Sagt Bescheid, wenn ihr noch mehr über ihn in Erfahrung bringt. Was schreibt Benjalif nochmal über den Garten? Es heißt, im Garten läge eine Art Zauberwort vergraben, das die wahre Macht von Malakas Maske weckt und das einem drei geheime Kammern den Weg dorthin weist. Er brabbelt davon, dass der Ort von einem uralten Wesen erschaffen worden sei, einem Diener der Zeit. Und dass Satinav, der Herr der Zeit, den Garten von unseren Sphären getrennt hätte. Auf dass nichts, was im Garten geschehe, Folgen für unsere Wirklichkeit habe. Dann steht hier noch etwas von Lügen die Wahrheit. Noch mehr. Okay. Will ich in den Garten, muss ich erst die drei Kammern finden, richtig? Ja. Aber zuvor braucht ihr Malakas Maske und müsst anschließend alle drei Augensymbole finden und vervollständigen. Okay, ich brauche die drei Augensymbole. Bis später. Haltet mich. Das war die erste der drei Kammern nur. Das war noch gar nicht der Garten. Diese Route. Das ist. Das ist das. Dieses. Das müsste das Symbol. Wenn mich nicht. Okay, wir haben Herz. Die Rune scheint ihm zu gefallen. Der Geist kommt sich. Der Geist kommt. Die Rune scheint. Abzustoßen. Eis. Die Rune scheint den. Okay, dann müssen wir das. Ich habe nicht das. Noch der Geist kommt. Zeigen wir ihm mal hier die Sachen, die besser, er erfährt nicht. Okay. Mit der Kugel. Besser, er Ich sehe keinen Zusammenhang. Nein, das bringt... Ich sehe... Besser nicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter wieder. Gucken wir uns mal dieses Buntglasfenster von hier oben an. Eis. Er mochte kein Eis. Das war doch das Eissymbol. Der Geist sträubt sich. Das ist wohl nicht sein Element. Besser nicht. Das Licht der Lampe leuchtet hindurch. Wesen des Eises. Zeigt euch. Keine Antwort. Okay, das klappt nicht. Ich sehe kein zu... Die Maske anwenden, um hier was zu versteinern. Bis ich nicht weiß, was die Maske tut. Die Aussparung hat die Form einer der Siegelhände, aber sie ist noch kein vollständiges Siegel. Wenden wir die Maske mal hier unten an. Geht nicht. Okay. Bis ich nicht weiß, was... Das wäre...
Geister des Wassers, erhebt euch. Ah, dieser Springgeist da hinten. So. Wir haben einen Wassergeist, wir haben einen Erzgeist. Dann brauchen wir jetzt noch mehr. Können wir diesen Wassergeist befehlen? Der Geist gehört nun mir. Ich werde ihn erst zurückschicken, wenn er meinen... Okay, können wir das hier anwenden? Nein. Gehen wir mal nach oben. So, können wir mit diesem Wassergeist gegen diese Eisstatue was ausrichten? Der Geist sträubt sich. Das ist wohl nicht sein. Okay. Und Glasfenster. Nein. Habe ich hier oben versucht, die Runen zu benutzen mit dem Teil. Sollen wir mal testen. Bücherregal. Ist da vielleicht ein Buchgeist drin? Komm heraus. Wer auch immer du bist. Ist ja wahrscheinlich noch die drei anderen, die mir fehlen. Humus, der wird es ja wahrscheinlich oben in der da, wo die diesen Garten haben. Also müssen wir mal rausschweben. Haben wir hier noch irgendwas? Ein Steingeist oder sowas? Wir haben ja schon Erz. Der Weg der Willkür ist... Okay, das geht nicht. In der Ratshalle haben wir da noch irgendwas gehabt. Hier ist Wasser. Wasser haben wir aber schon. Oh, hier ist noch ein Siegel. Sehr gut. Das passt auch bestimmt da rein. Sieht von den Händen auf jeden Fall so aus. Wir sind in der nächsten Kammer. Sehr gut. Setzen uns wieder auf den Schemel. Schon wieder. Ich kann mich kaum wach halten. Öffnet mein Auge. Kein Problem. Du bist zurückgekehrt. Höre nun den zweiten Akt meiner Geschichte. Die Geschichte der Maske. Die Maske stellt die Wesen der Welt vor eine Wahl. Wer sie trägt, und die uralte Formel in ihrem Inneren spricht, dem schenke ich seliges Vergessen, auf dass der Schmerz des Verlustes einem unbefleckten Neubeginn weiche. Spricht der Träger dagegen meinen wahren Namen, so werde ich ihm erscheinen und ihm jeden Wunsch erfüllen. Was auch immer verloren schien, ich würde es aus den Tiefen der Vergangenheit bergen und es in das Jetzt retten. So erwachten über die Jahre Tote zu neuem Leben und Königreiche erstrahlten in altem Glanze. Meine Güte war grenzenlos und in meiner Gnade überschrieb ich die Tyrannei des Buches der Zeit. Ja, mein Name war es, der all dies tat. Mein Name überstrahlte alles. Nicht Memnoremnon, wie die Giganten mich nannten, sondern mein wahrer Name, mein geheimer Name. Satinav schickte sich an, ihn in ewige Vergessenheit zu verdammen. Doch abermals war ich klüger. Im Schattenlos fand ich den einen Ort, in den mein Meister nicht hineinblicken konnte. Dort grub ich ein Loch, und in dieses Loch legte ich meinen Namen. Und aus meinem Namen erwuchs ein Garten. Und wer die Maske trug und den Garten fand, der sollte hier auch meinen Namen finden. Meinen Namen in meinem Garten. Dem Garten des ewigen Vergessens. Dem Garten meines Vergessens.
vergessenen Namens. Also die Story ist echt super. Schon richtig episch. Epic. Super, wir haben das zweite gefunden. Irgendwo muss noch so ein Teil sein. Schauen wir uns den Tisch nochmal an. 7 Runen sind darauf eingraviert. Können wir diese Teile da rein tun? Das wird niemals... Okay. Wir müssen das richtige Runensymbol vielleicht nehmen. Mir fehlt die... Nö, das geht nicht. Okay. Ich weiß nicht, ein... Ist hier irgendwo noch ein Geist? Hier in dieser Laterne. Geist des Feuers, gehe mit mir. So, haben wir einen weiteren. Könnte sein, dass ich hier die 7 Runen einsetzen muss. Da geht's ins Gewölbe, da ist aber nichts mehr. Okay, gehen wir mal nach oben. Observatorium. Haben wir hier einen Luftgeist gehabt? Das wäre möglich. Der Weg der Willkür. Was haben wir denn hier? Mir fehlt die Vision. Ist hier irgendwas anders? Erst nur das Sphären. Dann raus hier aufs Dach. Ach, den Luftgeist habe ich ja sowieso schon. Der tut mich ja die ganze Zeit rum. Klettern hier, Beete. Da schauen wir mal rein. Humus. Yalla, komm heraus. Elementarist. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Und das hier ist wohl das 6. Symbol, oder wie? Das heißt, ich brauche nichts mehr. Was haben wir jetzt hier? Erz, Wasser, Eis, Feuer, Humus. Luft trägt uns die ganze Zeit herum schon. Und hier das 7. Element. Hinuntersehen. Ah. Luftgeist, da ist er. Komm her. Er hört nicht auf dich, Satya. Warum auch? Du bist völlig machtlos gegenüber den Kräften, die dich umgeben. Ich habe mich wenigstens nicht wie ein Hund anketten lassen. Er reagiert nicht. Vielleicht ist er ein höheres Wesen als die anderen Geister. Hey, Kasim! Er ignoriert mich. So ein Sechseck. Ich will Kasim nicht so nahe kommen. Ich fliege erst dorthin, wenn ich auch wirklich einen Grund sehe. Dann hätte ich nur wissen müssen, was Sechsecks war. Also Eis war auf jeden Fall diese Spitze. Das hätte ich mir vielleicht aufschreiben sollen. An der Stelle spielt bereits ein Elementargeist. Achso, ich muss in die anderen das reintun. Ist das egal, wie die da sind? Testen wir das mal. Okay, wir müssen die richtige Reihenfolge so wahrscheinlich. Können die wieder rauslöschen. Okay, wir brauchen die richtige Reihenfolge, wie es aussieht. Dann komme ich nochmal wieder. Aber wir quatschen erstmal mit der hier, würde ich sagen. Humus Adeptin. Was machst du da? In der Erde schläft ein Humusgeist. Er kümmert sich um die Fruchtbarkeit des Bodens und schläft gerade. Sei bitte leise, ja? Okidoki, den habe ich doch schon links rausgenommen. So, was brauchen wir noch? Mal alles abklappern.
War vielleicht in unserem Gästezimmer eine von den Kammern. Ich sehe kein Symbol irgendwo. Sieht nicht so aus. So, hier scheint auch nichts zu sein. Nur der Stab, den ich nicht mitnehmen kann. Ah, hier oben ist noch was. Ah, ne, das geht nicht. Okay. Gästezimmer, Erzlabor. Draußen, Drachenstatue. Untergrundsee. Na gut, machen wir hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.